Was ist denn eine Kiste Sau, da sehe ich gerade. So, ich pack hier mal sehr. Suchgebiet, jaranische Geschichte. Waffen befinden sich in einem hellblauen Schiffscontainer von McKay. Ich muss die Stadt durchsuchen, um die richtige zu finden. Eine blaue Kiste? Container. Container. Ach, nur eine Lagerhalle sein, oder? Ein Container? Ja, wir stehen in der ganzen Stadt. Stehen hier so blaue Container rum. Schiffscontainer. Ich will durch die Gegend wieder hier. Ist auch noch Container. Wären sie frei, würden diese Tiere jede Menge Unheil anrichten. Los! Verschwindet! Nicht, da nicht. Hört auf, uns anzulügen! Hola. Hey. Hola. Wo sind denn die Waffen? Ich habe die Waffen und einen Hund gefunden. Ein Hund, ja? Hunde sind im Krieg äußerst nützlich, das zeigt die Geschichte. Sargento, Stubby, Chips, Nemo. Hast du gefunden? Ja, ein Bautzi. Noch nicht. Und ein Hundi? Warum nicht, Danny? Er hat keine Identität. Gib ihm einen Namen. Okay, wie wär's mit Bum Bum? Gut, du musst ihn abrichten, sofort auf dich Horonis zu Boom, gehen. Boom. Ich mag meine Hunde nicht wie meine Kriege. Brutal, unvorhersehbar und mit viel Gerubbel. Ich hab das Gefühl, Boom Boom hat echt eine Menge Temperament. Boom Boom. Okay. Boom Boom. Wir haben Boom Boom gefunden. Bravo. Wer ist ein braver Hund, ne? Ist das Haus der Kleinen?
Das da, dann können wir gleich da rüber, weil da drüben ist auch was. Wo ist denn unser Schrabbi? Achso, der ist ja auf dem Dach. Wie kommt man jetzt aufs Dach? Gar nicht mehr? Ist man drin? Ah ja. Irgendwie brennt's hier wieder, ne? Ist wieder Blähungen. Ja, ein bisschen. Ups. Du hast scharf gegessen heute. Sauerkraut. Sauerkraut? Bist du drin? Jo. Talia, ich bin beim Zoo. Gut, ich bin oben auf La Batidora. Dieser riesigen Schiffschaukel. Okay, ich finde dich. Bist du hier unten? So. Hui! Hola. Ich bleib hier und halte Ausschau. Ich muss mich beeilen, sonst bin ich tot. Den Alarm sollte ich ausschauen. Pack das Ding mal woanders. Jo. Au. Oh Gott. So, einen Melder habe ich schon mal ausgeschaltet. Ich weiß nicht, ob nur irgendeiner ist. Ich weiß nicht. Ich glaube nur einer. Ruhig. Oh, ich muss auch mal einen Schalter drauf machen oder so. Bin nicht verkehrt bei der nächsten Werkbank. Töter. Also, bist du gestorben? Ja, ja, ich bin abgestürzt. Ja, also auf der Schnipper, da brauchst du auf jeden Fall Schalldämpfer. Ja. So Schnipper habe ich ja nicht richtig, aber. Gewehr halt, ne? Ohne Schnipper, es ist ein Erleben ohne Schnipper. Yara muss das sehen. Es sind nicht nur Käfige. Sie folgen Menschen zu Tode. Sie reichen das Blut.
Hier gehen Menschen durch wie am Fließband. Wir müssen das stoppen. Schaff die Leute raus, ich pass auf. Oh super, ich habe kaum Muni, das ist ja perfekt. Rein da. Was? Jawohl. Okay. Oh, Brief? Das Büro des Präsidenten? Regierung von Yara. So. Ach, müssen wir zurück? So. Ach du lieber Himmel, was ist denn hier passiert? Hallo. Chaos, Tod und Zerstörung. Wie bei mir zu Hause. So, da ist ein Hahn. So, zack. Befreie die Gefangenen. Die Gefangenen. 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 Muchas gracias. Danke. Kein Ding. Die wollten uns in ein Pavia-Lager schicken. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier jemals rauskomme. Sie sind abgelenkt! Los, los! Befrei mich! Die wollten uns an die Hunde verfüttern. Gracias. Ja, den Namen Paria gehört. Aber Ausgestoßener ist der falsche Name für die Arana, die zum Wiederaufbau des Paradieses eingezogen wurden. Und alles für Yara aufopfern. Sie werden als. Verschwindet hier! Oh! Schickt sie in die Lager. Thalia, Sie sind in Sicherheit. Gut. Aber das reicht noch nicht. Yara muss sehen, was Castillo da tut. Warum sie nicht still sitzen dürfen. Hier sind überall Sicherheitskameras. Ihre Aufnahmen könnten viele Menschen überzeugen. Scheiße, ja, Dani! Wir senden die Aufnahmen! Ja, Dani! Scheiße, ja! Leute damit erreichen können. Ich suche nach scheiße, ja, Bitch! Ja, Dani! Lass mich doch mal raus hier. Anjo, der Download ist noch nicht fertig. Wehr sie ab. Wir brauchen diese Aufnahmen. Die Luft ist rein. Was stürme ich jetzt hier, Herbert? Ja, geh wieder, ne? Was ist das? Download 60%. Mein Gott, was ist denn das für ein Internet? Das ist ja wie in Deutschland. Ja.
Deutsche Verhältnisse hier. Echt, ne? Ist das die Vodafone oder was? Oh. Das war frech jetzt. Ich meine, ich habe natürlich nur gute Erfahrungen mit Vodafone gemacht, natürlich. Wer denn nicht? Ja. Wer was anderes sagt, lügt. Ja. Telekom-Beste. Kommt auch auf die Region an, gell? Ich habe da auch schon schlechte Erfahrungen gesammelt. Ich, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Mit dem großen Magenta-T bin ich sehr zufrieden. Aber wehe, du willst kündigen, dann hast du ein Problem. Aber warum sollte man auch kündigen, ne? Schleichwerbung, Telekom-Partnerschaft incoming. Wenn Sie diese Aufnahmen sehen sollten, hallo. Hallo Telekom. Jetzt verstehe ich, was Clara an dir findet. Das wird Maria nicht vertuschen können. Keine Angst, ich werde Libertad als Quelle erwähnen. Mach einfach dein Ding, Talia. Okay, wir treffen uns an der beschissenen Anton-Statue am Haupttor. Das ist es wert. Muss sehen. Vertrau mir, Dani. Vertrau mir. Okay. Das Gewitter sieht schon mal geil aus, ey. Das sieht schon nice aus, ja. Das ist schon vorbei. Oh, der Mond, guck, wie der Mond leuchtet. Reflektiert. Ja. Ein Träumchen. Ich muss sagen, diese RTX ist halt schon der Hammer, ja. Also, ja. Ich muss ehrlich gestehen, dass für mich kaum was anderes in Frage kommt als eine RTX. Schon nice. Talia, wo zur Hölle bist du? Da! Das ist Antons perfektes Zebra. Das ist ein bemaltes Pferd. Sieh, aber es macht mich berühmt. Schieß ein Foto. Beeilung! Mach das perfekte Foto! Entsteh! Mach es nochmal. Und du kannst was erleben. Ich kann nicht zitieren. Scheiße. Also, wir haben jetzt ein Zebrapferd. Schade, geht nicht kaputt. Ein Zebrapferd, genau. So, wo müssen wir hin? 1277 Meter weit weg. Aber Schnellreise, oder? Da in der Nähe irgendwas gibt zum Schnellreisen. Schauen wir mal. Wo ist das? Rierversteck. Kann man nicht irgendwo hier. Nimm an hier, auf Partner warten. Achso, da ist schon. Du hast ja schon was. Du hast auch schon was. Ja, weil. Ja, sag mal. Oh, warte mal. Madrugada. Auch eine Bergbank. Talia, wir treffen uns im Camp Maximus. Oh, verdammte Scheiße, Zebras sind stur wie sonst was. Seh, ihr kommt bestimmt gut miteinander aus. Haha, sehr lustig. Komm zu mir, wenn du wieder im Lager bist. Nun lass da fahren. Komm rein, Kleiner. Hey. Eine Nachricht vom Garage. Hey, der Hund ist drinne. Gut, hol mich an der Tankstelle ab. Bin unterwegs. Ich bin 10. drin. Okay. Ich bleibe mich jetzt selber ein. Schön, dass der Hund meinen Platz eingenommen hat. So schnell kann es gehen. Hä? So weiß jeder, wo sein Platz ist. Der neue jetzt, weißt du? Der neue Bum Bum. Alle haben nur noch Auge für Bum Bum, weißt du? So weiß doch jeder, wo sein Platz ist. Das ist doch schön. Ich sitze dir im Nacken, ich sag dir das. Kann ich mich setzen? Carlos, bin gleich da. Gut, bring den Truck in die Garage. Wird gemacht.
Hörst du schon Stimmen? Nicht gut, Dani. Gar nicht. Ach, wieder mit dem Bunker wieder, ne? Dein Name ist also. Aber auch noch nicht gefunden. Nee? Ich heiße. Wow, ein echter Verkleidungskünstler. Klappe zu und setz dich nach hinten. Okay. Okay. Ist das blöd? Ich bin schon hinten. Dein Name ist also Dani. Ich heiße Chet. Oh, der geht auch alle Sachen zu looten hier. Hallo, Angel, können wir kurz anhalten? Das machst du auf Jahre. Ich wurde hergebracht. Für die Forschung. Aber sie haben ihm Jahre etwas verletzt. Oh, das sind zwei Sachen, die gleichzeitig reden. Grauenvoll. Dein Volk nennt es El Devorador. El Devorador. Du meintest, er wäre wie ein Sohn für dich. Der Verschlinger. Hat er das Dorf angegriffen? Ich habe ihn wie mein eigenes Kind aufgezogen. Komm zum Bunker. Schnell, sonst tötet es wieder. Er wäre Senor Yara geworden, hätte man uns nicht geschnappt. Ich muss den Bunker mal suchen. Er muss irgendwo hier in der Nähe sein. Ja. Upsi. Hier? Wie geschafft? Na, weswegen sitzt du ein? Klappe halten. Ja, stimmt. Also ich sitze ein, weil ich stimme, ja. Carlos Montero, was machst du hier? Wo ist Miguel? Keine Ahnung, die Wachen haben ihn hier weggesperrt. Ja, da, das war's. Wir gehen. Ich finde Miguel. Wirst du erwischt, stehst du gegen die Scheißarmee. Ist okay, Papa. Ich bin doch schon groß. Du hast sie nicht mehr alle. Wir treffen uns an der Tankstelle, wenn du ihn hast. Sweat it. Das ist ja das. Ich will ja gegen die Armee kämpfen. Ich hab Gift dabei. Ich weiß gar nicht, wie dieser Typ aussieht. So, ein bisschen schleichen, gell? Weil da ist wieder, du weißt, gell, was hier Sache ist, gell? Bisschen ruhiger. Einfach rein da! Ich hab Raketenwerfer dabei, Granatwerfer, ich hab Gift dabei. Ich bin bereit. Hörst du auch komische Stimmen? Über Lautsprecher nur, ne? Nee, ich höre den Geist immer noch. Achso, nee. Den hab ich vorhin gehört. Also, jetzt hab ich ja gar nicht mehr. Ich hab die Raketen dabei. Du hast meinen Hund platt gemacht, ey. Nein, hab ich nicht. Doch. Nein, es ist kein Friendly Fire. Mal, ist okay. Es ist kein Friendly Fire. Der hält das aus. Das ist Raketen geprüft. Thank you.
einer hier. Hubschrauber ist hier. Nee, unten ist noch einer. Wo ist der Hubschrauber? Der Hubschrauber ist aber auch hier. Doch nicht näher, wenn ich den Hubschrauber sehe. Ja, wo ist denn der Hubschrauber? Markier ihn nochmal. Freches Luder. Ja? Wo ist denn der? Ich suche gerade nach dem Gefangenen. Ah, da ist er. Da ist er doch. Zum Hubschrauber fällt. Black Hawk down, Black Hawk down. Volltreffer! Kannst du die Kiste hier nur irgendwo erwischen? Gute Arbeit, Turi. Dann hol ihn jetzt da raus und wir treffen uns an der Tankstelle. Ah, hab sie. Wo ist Carlos? Etwas weiter wo? Mein Hund. Ja, muss mich kurz mal ein. Oh. So. Okay. Mal eindenken hier. Wir haben unsere Spur verloren. Sind 5 Meter weiter gelaufen. Kehre zu Miguel zurück, zurück. Oder? Oben? Ich glaube, wir gehen einfach zu schnell. Der kommt schon. Oh, ja, wir haben oben auch schon die Warnung. Weißt du, oben können wir frei auf Rambo machen, dann langsam laufen. Kann ich laufen. Ja. Ja gut, der ist auch barfuß, ne? Die arme Sau. Lauf doch! Ja, hab ich gehört. Glühwürmchen. Wartet Carlos allein oder ist da noch jemand? Acere, du stellst viele Fragen. Nur er. Wir sind fast da. Miguel! Der ist so ein bisschen geistig behindert, dieser Miguel. Irgendwo ist ja Schatzkiste. Ich sehe schon. Jo. Oh, ich war gerade da! Oh, da ist der Senor Yara. Na los, komm rein. Ja, Bruder. Ich wusste, du kommst mich holen. Hab ich sie jetzt nicht? Ich bin gerade gelandet mit der Seilrutsche. Hm.
Es ist ja so lahmarschig und dann kommt er an, während ich gerade hier looten wollte hier. Ja. Hohoho, Asere, du siehst fertig aus. Ich dachte, eure Vorräte wären rationiert. Du Drecksack. Noch trocken. Das ist gut. Ich trinke seins. Miguel. Es tut mir leid, dass ich dich nicht früher geholt habe. Ich hab's versucht. Ich hätte dich niemals vergessen. Hör auf mit dem Scheiß. Wir wollen alle nur überleben, Bruder. Ui. Genug geredet. Gib mir diese Scheißgitarre. Oh je. Ich traue ihm nicht. Das war gut, Turi. Am Anfang wollte ich dich einfach wie ein Krokodil häuten, aber jetzt bist du auch eine Montero, Dani. Gracias. Also, nenne ich dich jetzt auch Papa? Halt's Maul und trink. So nett. Der Morgen danach. No. Wie süß. Da habe ich einen Kater, hör mal. Erstmal ein Konterbier genehmigen. Wo ist er? Oh, ich habe mich echt verlegen hier. Oh. Ich hab Nacken. Eine Werkbank. Da. Ein Ende. Da. Nimm mir Waffe 1. Und ein Surf and Turf. Kann ich da nichts drauf machen? Oh nein! Was denn da schon wieder? Scheiße. Gewehr. SSG P58. Es ist cool, das habe ich gerade, das ist gut. Viermal. Visier.
Ich brauche Platinen für. Recyceltes Befestigungsmaterial. Wo kriege ich das denn her? Mal gucken. Wo kriege ich das recycelte Befestigungsmaterial her? Irgendwo kaufen hier oder so? Nein, aber. Irgendein Geschäft? Kein Geschäft hier, ne? Leider nicht. Leider nicht. Was? Der Truck, mach ihn nicht kaputt. Nicht kaputt machen. Ein süßes Feli-Baby hinten drin. Ein süßes Feli-Baby. Verstanden. Konjo, ich bin tot. Konjo, ich bin da. Hilfe, Baba. Komm mal. Alles voller Feuer. Ich komm nicht an dich ran. Ich wurde ja auch mit einer Rakete erschossen, also. Ja, hier bin ich. Nimm den Truck und fahr weiter. Nimm den Truck und fahr. Ist eine Typ hier. Ist nicht nur eine? Ich muss erst alle auslöschen. Knapp. Bin da. Ich muss losfahren. Hubschrauber kommt. Ja, ja. Billy, ich hab den Truck. Heil dich und bring das süße Baby nach Hause. Heldin. Gut, dass du deine Reparaturhose an hast. Ja. Oi. Okay. Was ist dir passiert? Ja, ist vorbei, ist vorbei. Bist du gescheitert? Billy, was hast du gemacht? Ich bin down. Hubschrauber. Man kann sich auf dich einfach nicht verlassen. Eieieiei. Du warst mal besser. Ne? Da steht da eine halbe Stunde rum, weißt du? Du erstmal Radiosender suchen, weißt du? Nee, das lag jetzt nicht an mir, weil du da diesen Tunnelfreak da. Nein, du warst auf diesem Turm drauf. Die Musik gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Nein. Das warst eindeutig, du Schätzelein. Eindeutig. Wahnsinn. Vielleicht versuche ich mal die Tiere zu befreien. Ist noch einer hier? Hola, Perito. Hinterm Laster, ja. Derzeit. Hä? Der ist ja weggeglitscht. Hast du, oder?
schon. Haben wir alle, oder? Wieder down, ne? Da ganz hinten noch. Hab ihn. Hola, Philly. Ein äußerst gestohlener Truck ist unterwegs. So. Perfekt. Okay, schick ihn direkt in meine liebevolle Umarmung. Aber lass dich nicht verarschen. Sei eine Katze in der Nacht. Eine geschmeidige, sexy Katze. Ich kann eher was mit Hunden anfangen. Das gehört im Kopf. Sei eine geschmeidige, sexy Katze. Miau. Miau. Achtung, Pferdchen! Achtung, Achtung! Ich muss auch keine Kopf, das muss ich bestellen. Lebensmüde sind sie, oder was? Heile angekommen. Sekula, Sekula. Die Heldin kehrt zurück. Ja, und die Heldin braucht Rum. Pinga. Was läuft denn hier? Felis Magie, Baby. Mierda, ich geh fast drauf für Styropor. No. Weißes Gold. Schwer zu kriegen, brennt aber echt wie Sau. Alles hat mehr als einen Zweck, Heldin. Sogar du. Nice. So. Ein Träumchen.